los ist, solange müssen wir streiken, Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen. Wir wollen nicht, aber wir müssen streiken. Wir müssen kämpfen. Und dann noch ein Wort zum Gehalt, was immer wieder angeführt wird. Was nicht angeführt wird, wie sieht denn die Beschäftigungsquote aus? Wer ist denn Vollzeit beschäftigt? Wer ist Teilzeit beschäftigt? Mit wie vielen Stunden seid ihr Teilzeit beschäftigt? Was muss darüber hinaus? Ich sag's mal, zusätzlich von euch in eurer Freizeit, in grauer Mehrarbeit und so weiter, geleistet werden, ob Dokumentation, Vor- und Nacharbeiten, weil einfach die Arbeitszeit nicht ausreicht. Ihr wollt mehr arbeiten, ihr dürft nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht bezahlt mehr arbeiten. Das sind 85% unserer Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit sind, und das ist viel zu viel. Wir brauchen hier ordentliche Entlohnung, wir brauchen ordentliche Arbeitsverhältnisse. Unter dem Gesichtspunkt muss man auch die Entlohnung sehen. Also, wir brauchen für verantwortungsvolle Arbeit auch ein ordentliches Geld und kein Niedriggeld. Und werdet euch eins immer bewusst, guckt auf die Plane da.